200.000 Euro Rente. Nicht schlecht. Vielleicht sollte ich mich da auch mal bewerben. Andererseits ist Sylt ja nicht gerade meine Insel. Ja, der Bundespräsident hat abgedankt und in Köln tanzen die Narren auf den Straßen. Also völlig unabhängig voneinander jetzt. Vielleicht auch eine ganz gute Ablenkung für das Land, so dass niemand merkt, wenn nach Karneval plötzlich jemand anderes aus dem Schloss Bellevue grinst. Was? Sah der gestern auch schon so aus? Oh, hab ich Kopfweh. Kopfweh kriegt man ziemlich sicher auch, wenn man, wie in diesem gut gefälschten Video, versucht, ohne Brille 3D-Filme anzuschauen. Wow, das ist 3D. Eine ganz andere Methode, Dreidimensionalität entstehen zu lassen, präsentiert der Künstler Guy Laramé. Mit viel Zeit und Präzision schafft er es, blühende Landschaften entstehen zu lassen, aus noch so flachen Witzen, Büchern. Tja, bei einem so aufwendigen Hobby bleibt einem leider manchmal einfach keine Zeit, sich um so Kleinigkeiten zu kümmern wie den hauseigenen Hund. Der Microsoft-Mitarbeiter Jordan Correa hat für sich persönlich da aber zum Glück eine Lösung gefunden, indem er sich einfach einen Roboterkameraden für seinen Freund gebaut hat. Das Ding hat eine Essensausgabe, einen Wurfarm und sogar eine Hand, um den zurückgebrachten Ball wieder aufzusammeln. Das ist schon praktisch, wenn man sich einen Hund zulegen kann, dann aber zum Glück gar keine Zeit mit ihm verbringen muss. Vielleicht sollten wir mal Perro dazu befragen. Apropos befragen. Leider sind heutzutage ja nicht alle Umfragen so unterhaltsam wie die Straßenumfragen von Ehrensenf. Wieso machen wir das eigentlich nicht? Ach, zu kalt. Wie man statistische Daten interessant und spielerisch darstellt, zeigt vorbildlich die Seite gapminder.org. Hier kann man sich anschauen, wie das Pro-Kopf-Einkommen und die Lebenserwartung weltweit zusammenhängen und wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt hat. Scheint so, als hätte der Wolf noch eine lange Altersruhezeit vor sich, wenn man dieser Grafik Glauben schenken darf, und die Regierung ihm wirklich finanziell so ausgiebig den Bauch krault. Dabei könnten die das Geld doch eigentlich gerade ganz gut gebrauchen, um auch die griechischen Politikerrenten zu bezahlen. Kein Stilgefühl von Schuh bis Hut, doch eines kann die Merkel gut. Ein altes Sprichwort falsch verstehen, wir tragen Euros nach Athen. Wer dann heute am Ende der närrischen Nacht den Satz »Willst du noch auf den Kaffee mit hochkommen?« nicht mehr richtig artikulieren kann und dann auch noch die schwarze Brühe direkt neben die Tasse gießt, der muss wohl auf andere Aufputschmittel zurückgreifen. In den USA wurde jetzt zum Beispiel tatsächlich ein Koffeininhalator vorgestellt, mit dem man sich das Zeug direkt in die Lungen sprühen kann. Tja, liebe Amerikaner, das kommt davon, wenn man alles sofort verklagt, was einem im Auto zu heiß ist. Das ist aber bestimmt immer noch gesünder, als wenn man direkt an der Autobatterie leckt, damit man wieder wach genug ist, um heimzufahren. Wer schreibt denn sowas? Wenn man nach all diesen pulstreibenden Stoffen mal wieder ein bisschen Beruhigung braucht, kann man beim YouTube-Experiment Ghost auf dieser Seite viele verschiedene Videos zu einem großen sphärischen Klangteppich verweben. Jeder so entstehende Song ist nie da gewesen und echt interessant. Falls ihr noch interessante und witzige Links habt, dann schickt sie uns doch einfach zu. Oder einen Praktikanten, der das für uns erledigt. Oder eine Praktikantin. Ja, so. Wie geht das jetzt? Ja, okay. Das war Ehrensenf. Ich bin Frank. Und tschüss. Hier, wenn jetzt einer nach dem anderen den Job ablehnt, warum fragen die dann nicht einfach den Kohl? Ich meine, der hat 16 Jahre Erfahrung im Annehmen von illegalem Geld. Wir tragen Euros nach Athen.